In diesem Beispiel wollen wir wiederum einen Trigger schreiben. Dieser Trigger soll sich mit Geboten beschäftigen. Ich habe hier eine Tabelle Gebot, die einfach dann festhalten soll, was für ein Gebot es ist. Also es gibt eine eigene ID pro Gebot. Dann gibt es da eben jetzt hier eine Mitgliedsnummer, also welches Mitglied bietet, und eine Warennummer, eine ID dazu, auf welche Ware geboten wird. Und das Gebot selber ist ein Preis, der eben dann als Dezimalzahl da ist, 8 Stellen, davon 2 Nachkommastellen, also maximal 6 Stellen. Wir können also da nicht irgendwie in den Millionenbereich reingehen. Ja, ein Primary Key ist die ID dazu, das steht hier auch drin. Sie sehen, ich mag das nebenbei mit dem Komma da vorne, weil diese Zeilen kann man ganz toll auskommentieren, wenn man dann irgendwie ein bisschen mit Tabellen spielt. Also falls Sie sowas mal sehen, das soll nicht esoterisch aussehen, sondern einfach nur einfacher zu bearbeiten, weil das Auskommentieren hier deutlich einfacher ist. Ja, dann gucken wir mal an. Also Tabelle speichert Gebote mit Mitgliedsnummer für eine Ware als Preis. Okay, haben wir schon am Beispiel gesehen, an den Daten passt wohl. Forderung bei neuen Geboten, Insert oder Update ist beide erlaubt. Für die gleiche Ware muss das eigene Gebot erhöht werden. Also nicht, es muss das gesamtbeste Gebot sein, sondern eben man muss nur sein eigenes Gebot erhöhen. Der Wert muss echt größer werden, der im Gebot drin steht. Das ruft danach mit einem Trigger umgesetzt zu werden. Ja, da kann man natürlich verschiedene Varianten sich ausdenken für Trigger, was man dort haben möchte. Hier bietet sich eigentlich, jedenfalls für mich vom Bauchgefühl her, ein Before-Trigger an. Weil Before-Trigger heißt nun ganz einfach, bevor ich einfüge, gucke ich mal, wie sieht das aktuell größte Gebot aus, was jetzt hier dann das Mitglied gegeben hat. Und dann kann ich das eben vergleichen mit dem neuen Wert. Und wenn das nicht passt, ja, dann werde ich ganz einfach dann sagen, ist nicht und die Sachen abbrechen. Könnte man das mit dem After auch machen? Mit Sicherheit auch. Ich muss dann eben suchen, gibt es ein Verbrecherpärchen in Anführungsstrichen? Also gibt es dann irgendwelche IDs, wo ich dann feststellen kann, dass das Gebot nicht erhöht wird? Und nehmen wir mal an, die IDs sind aufsteigend, dann könnte ich daran erkennen, ob das legal ist oder nicht. Ja, das heißt aber, setzt voraus, dass ich weiß, dass die IDs aufsteigend sind. Wenn ich das nicht weiß, ist ein After-Trigger hier ja, erstmal so in dieser Form nicht umsetzbar. Also machen wir einen Before-Trigger. Der Before-Trigger muss natürlich dann die Daten des neuen Gebots bekommen und diese analysieren. Das sehen wir hier drin. Dann gucken wir es auch mal an und sehen dran, der kriegt jetzt die Daten. Und ich habe ganz einfach mal gesagt, du kriegst alle Daten, ist auch notwendig hier, weil du musst die Mitgliedsnummer kennen, die Ware, auf die geboten wird und das Gebot. Und wir sehen dran, eben Double ist dann die Möglichkeit zur Umsetzung des Zahlenwertes, den wir da gerade stehen haben. Sehen, also mit dem Dezimal. Okay, Throws SQL Exception kennen wir, Connection holen kennen wir, Statement holen kennen wir. Und dann ist eben die Anfrage, wie hoch ist das aktuell größte Gebot, was jetzt hier unser Mitglied gemacht hat. Das heißt, ich mache eine Execute Query, Select Max Gebot, From Gebot, wo die Mitgliedsnummer gleich der Mitgliedsnummer ist, eben das ist des neuen Gebots und die Warennummer gleich der Warennummer, die hier übergeben wird. Das heißt, ich suche mir das höchste Gebot für diese Ware von dieser Mitgliedsnummer. Da das hier ein Max ist, weiß ich, dass immer etwas rauskommt und ich kriege einen Wert raus dann in der Form RS-getDouble 1. Überlegen wir, was ist eigentlich, wenn es null ist? Ja, ich könnte vielleicht in der Zahl 0 spielen und dann sagen, okay, 0 darf man, glaube ich, eh nicht bieten in der Form, aber möchte ich das wirklich haben? Nee, ich mache es mal anders, ich mache es mal sauber. Das heißt, ich prüfe einfach mal, bist du null oder nicht? Also, wenn RS was null, gebe ich hier aber erstmal als Wahrheitswert aus und dann gebe ich noch den Maxwert aus, der da berechnet wurde, dann in der Form. Und dann eben, wenn das nicht null war und der Maxwert größer ist dem Gebot, das aktuell jetzt abgegeben werden soll, sage ich, ist nicht. Gebot erhöhen, okay, ein Ö sollte ich vielleicht mal wieder umwandeln in der Sache und dann hier eben eine Fehler-ID, die hier drin steht. Und damit habe ich eben die Möglichkeit sicherzustellen, dass das Gebot ernsthaft erhöht wird. Ja, das gucken wir uns mal an, wie man das dann umsetzt. Ich muss dann erstmal eine brave Prozedur machen, Gebot erhöhen. Die kriegt drei Parameter. Nochmal, Parameternamen hier oben sind Schall und Rauch, deswegen hier mal kurz hingeschrieben, dann in der Sache, was wir dort haben. Und eben hier steht auch Double drin. Könnte man auch zurückgehen und sagen, ich möchte genau den Typen haben, der hier steht. Da hier eine gewisse Konvertierungsmöglichkeit besteht, ist das unkritisch. Ja, also gucken wir uns das an mit dem Double und dann sagen wir ganz einfach eben, ich möchte gerne eine Prozedur haben, die Daten lesen kann. Ich ändere sie nicht, ich mache kein Insert-Statement innerhalb des Triggers. Da sage ich, verhindere das nur maximal. Und da sage dann eben, Edit, Gebotsprüfung, Gebot erhöhen. Und das ist genau die
Methode oder Prozedur, die geschrieben wurde, die diese drei Parameter bekommt. Ja, dann kann ich meinen Trigger anlegen. Genauer gesagt brauche ich davon zwei. Kann ich nicht zusammenschmeißen. Before Insert und Before Update. Aber ansonsten sieht das sehr identisch aus. Create Trigger Name. No Cascade Before. Insert on Gebot. Referencing New SN for each row. Gebot erhöhen und dann eben, ich übergebe die Sachen. Achtung, natürlich ist die Reihenfolge hier wieder wichtig. Auch eine tolle Quelle für Flüchtigkeitsfehler. Also Mitgliedsnummer, Warennummer und das aktuelle Gebot. Und das mache ich beim Update auch. Brauche ich dann, beim Update könnte ich auch die alten Werte mir nochmal angucken. Brauche ich die wirklich? Nein, die werden ja eigentlich schon berechnet innerhalb des Triggers. Das heißt also, das mit dem Old SO oder so könnte ich hier machen. Könnte ich darauf zugreifen, brauche ich an dieser Stelle aber nicht. Könnte aber in anderen Fällen vielleicht sogar sinnvoll sein, dass man sowas dann hat. Ja, dann habe ich meinen Trigger angelegt und dann muss ich den Trigger ganz einfach nur noch ausprobieren. Machen wir es mal, wir fügen ein tolles Angebot rein, ein Gebot ein. Also ein ID 100, Mitgliedsnummer 42, bietet auf die Ware 99 1 €. Dann Update Set-Gebot gleich 1 € 1, wo die Mitgliedsnummer 42 ist und die Ware 99. Gucke ich rein und sehe, super, funktioniert. Achtung, vielleicht hätte ich hier noch was ganz kurz zu sagen müssen. Als das hier passiert ist, ist der Trigger natürlich ausgeführt worden. Und der hat ja hier nochmal sein System Out Printline, was null und dann den Max-Wert stehen. Da sehen wir hier dran, das war null, weil die Tabelle war am Anfang leer, gehen wir mal von aus. Also war sie. Und eben der Wert als Zahlenwert wird eben trotzdem 0.0 ausgegeben. Und hier sehen wir eben dran, beim zweiten Mal, also beim Update, was ich hier mache, false, es gab schon ein Gebot und der alte Wert war 1.0. Ja, dann versuche ich hier wieder ein Gebot anzugeben und wir sehen dran, das ist irgendwie die Möglichkeit, hier Gebot eben 101, wäre theoretisch ja legal, für Nummer 42 abzugeben und dann sozusagen für 99 biete ich wieder 1 €. Da es aber schon 1 € 1 ist, weiß ich, es geht nicht und das Ding wird abgebrochen. Habe ich hier rot aufgemalt. Fehlermeldungen haben wir im anderen Beispiel mal kurz gesehen, wie die aussehen. Wird einfach dann als SQL Exception auf den Bildschirm gebracht. Ja, dann die andere Variante. Ich mache ein Update auf Gebot, Setgebot gleich 101, wo die Mitgliedsnummer 42 ist und die Ware 99. Und 101 ist ja nun nicht größer als 101, also, ja, kann man sagen, ist eigentlich egal. Nein, haben wir nicht gesagt. Wir haben gesagt, nee, das soll man gleich sehen, dass es Blödsinn ist. Also wird diese Aktion hier abgebrochen. Ich meine, am Inhalt hier sieht man es nicht, weil auch wenn es erfolgreich wäre, wird es genauso aussehen. Aber eben nehmen wir mal an, ich habe es rot gemalt, weil ich weiß, dass es wirklich abgebrochen wird. Und dann kann man das Beispiel eben ja, damit so abarbeiten, in der Form, wie das aussieht. Das zeigt, glaube ich, ganz gut nochmal die Möglichkeit, eben wie man hier mit einem Before-Trigger diesmal sogar arbeiten muss.